Guten Tag. Selbstzweifel. Keine Angst, jetzt kommt kein Rumgeheule. Wieder mal so ein paar philosophische Gedanken von meiner Seite an euch. Wer es nicht mag oder wer keinen Bock darauf hat, weiter scrollen. Mit Selbstzweifel kenne ich mich sehr gut aus. Ich habe wirklich Jahrzehnte gebraucht, um meine eigene Musik zu veröffentlichen. Also ich war bis 2012 tatsächlich ausschließlich Bediener, Dienstleister, Musikproduzent, Spieler bei irgendwelchen Bands, habe immer bei irgendwas gesungen, bei irgendwas Schlagzeug gespielt, bei irgendwas Keyboard gespielt und so weiter. Oder halt eben habe viele Musikproduktionen hier bei Anker im Studio und auch woanders durchgezogen oder ja, vollzogen, sagt man das, egal. Aber ich habe immer mit mir selbst gehadert, ob das, was ich mache, tatsächlich gut genug ist. Und natürlich im Freundeskreis hat jeder zu mir gesagt, Alter, deine Songs sind total geil und so, veröffentlich sie doch. Aber ihr kennt das auch, dass das Feedback, was man vom eigenen Kreise bekommt, natürlich immer geil ist, weil man möchte dich ja nicht verletzen. Und es gibt ganz, ganz wenig gute Freunde, die einem wirklich auch die Wahrheit sagen, dass man, was weiß ich, aussieht wie eine Pfanne Würmer oder singt wie ein Brathahn oder sonstiges. 2012 habe ich mich dann, ich weiß gar nicht wie, aber ich habe mich dann dazu durchgerungen, vielleicht auch, weil ich mir die Hilfe von ganz vielen Freundinnen und Freunden genommen habe und auch das übliche Name-Dropping betrieben habe. Also sprich, auf meinem ersten Soloalbum 2012 spielten dann so Leute wie Simon Phillips am Schlagzeug oder von Furies halt ein paar und. Worauf ich hinaus wollte ist, lasst eure Musik nicht, da gibt es glaube ich so einen Spruch, ich habe den mal irgendwo aufgeschnappt, lasst sie nicht mit euch sterben. Wenn ihr Sachen habt, und die können auch tatsächlich einfach nur ein Demo sein, aber wenn sie irgendwie für euch ein Gefühl erzeugt haben, veröffentlicht sie. Lasst die Musik nicht in euch und mit euch sterben. Und da gibt es tatsächlich das genaue Gegenteil, was ich in anderen Vlogs auch schon angesprochen habe, dass es einfach Menschen gibt mit unfassbarem Output, kann qualitativ gut sein, kann aber auch einfach nur Content sein. Und das ist genau die Schwierigkeit und die Krux, wo wir uns halt alle empathische Musiker, Musikerinnen befinden, dass die Leute halt eben nicht mehr aufgrund des Flutens nicht mehr wissen, ja, was höre ich mir jetzt an? Da ist das schon wieder und das schon wieder und das schon wieder. Ist ja okay, aber worauf ich hinaus möchte ist, wenn ihr zweifelt an euch, bin ich gut genug, ist im Grunde genommen alles richtig. Ne? Weil ihr setzt euch mit der Materie auseinander und ihr würdigt die Kunst und ihr habt Respekt auch vor Kunst. Und ihr seid nicht die, die jeden Tag irgendwie irgendeinen Song einfach so veröffentlichen, um zu sagen, hier guck mal, ich habe im Laufe meines Lebens irgendwie 10.825 Titel veröffentlicht, weil viel bedeutet nicht gut. Ne? Das sind einfach nur ein paar Cents, wie ich so schön sage, zum Thema Selbstzweifel. Ich wünsche euch was. Bis morgen. Ciao.